Nach Schüssen und Plünderungen. UN unterbrechen Hilfslieferungen für den nördlichen Gazastreifen. Russland. Mutter von Alexei Nawalny fordert Putin zur Freigabe der Leiche auf. Die Vereinten Nationen haben ihre Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen unterbrochen. Wie ein Sprecher des Welternährungsprogramms mitteilte, könne die Sicherheit für Lieferanten und Empfänger nicht gewährleistet werden. Zuvor hatte es Schüsse und Plünderungen gegeben. Die Teams sprachen von einem beispiellosen Ausmaß an Verzweiflung. Erst am Sonntag waren die Lieferungen nach einer dreiwöchigen Unterbrechung wieder aufgenommen worden. Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt einer UN-Studie, wonach eines von 6 Kindern im Gazastreifen akut unterernährt ist. Every time a family is displaced, they become more and more desperate, they lose some more resilience. And that's really a consideration when we are so worried about the threat of famine across the strip. We know we can't reach everybody right now. It's impossible to get into the north. Die Weltgesundheitsorganisation hat unterdessen mehr als 30 Patienten, darunter 2 Kinder, aus dem Nasser-Krankenhaus im südlichen Gazastreifen verlegt, trotz der zunehmenden Gewalt rund um die Klinik. Zuvor gab es Berichte, wonach die Versorgung von Patienten infolge israelischer Angriffe nicht mehr gewährleistet sei. You can think about the worst situation ever. You multiply by 10 and this is the worst situation I have seen in my life. It's the debris, the light, working in the darkness, patients everywhere. Derweil ist eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen weiter nicht in Sicht. Im UN-Sicherheitsrat legten die USA ein Veto gegen eine entsprechende Resolution ein. Washington stellt stattdessen Bedingungen, nach denen alle Geiseln freigelassen werden und Hilfslieferungen nach Gaza fließen können. Die Mutter von Alexei Nawalny, Lyudmila Nawalnaja, hat sich an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gewandt und um die Rückgabe des Leichnams ihres Sohnes gebeten. Ihre Forderung an den russischen Präsidenten nahm sie dabei vor dem arktischen Gefängnis auf, in dem Nawalny gestorben ist. За моей спиной находится колония К3 Полярный волк, где 16 февраля погиб мой сын Алексей Навальный. Пятый день я не могу увидеть его. Мне не выдают его тело, и мне даже не говорят, где он находится. Я обращаюсь к вам, Владимир Путин. Решение вопроса зависит только от вас. Дайте мне, наконец, увидеть моего сына. Я требую незамедлительно выдать тело Алексея, чтобы я могла его по-человечески похоронить. Trotz des Risikos, verhaftet zu werden, legen die Menschen in Russland weiterhin Blumen an den Gedenkstätten für Putins schärfsten Kritiker nieder. Der X-ehemals Twitter-Account seiner Witwe Julia Nawalnaja wurde am Dienstag zeitweise abgeschaltet. Grund dafür war nach Angaben des Social-Media-Unternehmens ein Fehler, der durch ein System zur Verhinderung von Manipulation und Spam verursacht wurde. Währenddessen erhöht der Kreml den Druck auf Nawalnys Familie, indem er bekannt gab, dass sein Bruder und Demokratieaktivist Oleg Nawalny auf eine Fahndungsliste gesetzt wurde. Er befindet sich seit 2021 im Exil. The tempo of Russian offensive operations near Avdiivka has reportedly dramatically slowed following the Russian seizure of the town, says the Institute for the Study of War in its latest assessment. Ukrainian Tavrysk Group of Forces spokesperson said that the number of Russian attacks in the Avdiivka direction significantly decreased in the past day and that the Russian forces are currently regrouping and conducting clearing operations in Avdiivka. The UK Defense Ministry says it is likely that Russian forces lack the combat effectiveness to immediately exploit the capture of Avdiivka and will require a period of rest and refit. The Institute for the Study of War adds Russian forces will likely have to conduct an operational pause before resuming significant offensive operations in the Avdiivka direction or will have to transfer additional reinforcements from the other sectors of the front to the area to prevent operations near Avdiivka from culminating and to continue attacks in this area. Russian forces have reserves available for such reinforcements in other sectors, but
but the Institute for the Study of War has observed no indication that the Russian command is moving those reserves toward Avdiivka at this time. Meanwhile, Ukrainian forces have withdrawn to a new line of defense previously prepared in advance and fortified at several levels, according to the officials. Available imagery, which the Institute for the Study of War will not present or describe in great detail at this time to preserve Ukrainian operational security, does not support claims that Ukrainian forces lack prepared defensive positions west of Avdiivka. Dies ist eine entscheidende Woche für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Die britische Justiz steht vor der Entscheidung, ob er an die USA ausgeliefert wird oder nicht. Hunderte Demonstrierende versammelten sich vor dem Royal Court of Justice in London, um ihm ihre Unterstützung zu zeigen. Angeführt wurden sie von seiner Frau. It's an attack on all journalists all over the world. It's an attack on the truth and it's an attack on the public's right to know. Julian is a political prisoner and his life is at risk. What happened to Navalny can happen to Julian. Auch Assanges Vater und sein Halbbruder sind bei der Anhörung anwesend. Sie setzen sich in Australien für seine Freilassung ein. Zuletzt hat das australische Parlament gefordert, dass Assange in sein Heimatland zurückkehren darf. 2018 wurde er in den USA wegen Hacken von Regierungscomputern angeklagt. Seit 2019 gibt es 17 weitere Anklagen wegen Verstoßes gegen das Spionagegesetz. Bei einer Verurteilung drohen dem 52-jährigen Familienvater bis zu 175 Jahre Haft. Polen will sich mit der EU aussöhnen und dafür muss es den von der EU ausgelösten Artikel 7 deaktivieren. Dieses Verfahren für Disziplinarmaßnahmen gegen Polen wurde im Dezember 2017 eingeleitet. Inmitten der Justizreformen der vorherigen Regierung, die die Rechtsstaatlichkeit im Land untergruben. Nun will die neue Regierung von Donald Tusk diese Gesetze rückgängig machen. Dabei kam der polnische Justizminister mit einem Aktionsplan nach Brüssel. Die EU begrüßte die polnischen Versprechen. The action plan is the step in the direction which might lead to the closure of the Article 7, but there is much work to be done. And Minister today presented a series of laws which will have to be adopted in Poland so that to get there. Polen war das erste Land, gegen das jemals Artikel 7 ausgelöst wurde. Daher gibt es keinerlei Erfahrung. Warschau möchte Artikel 7 bis zum 1. Mai aufheben, da dies der Jahrestag des EU-Beitritts des Landes ist. Analysten halten das für möglich. Indeed, there is no doubt that the new Polish government is truly determined to restore the rule of law and to do everything it takes to change the legal reality in Poland. And in fact, the main argument for the Commission or for the Council, for the EU member states to lift the Article 7 procedure would be to acknowledge, by acknowledging that the reality in Poland has in fact changed, even if not all pieces of legislation which are underway may be adopted by the end of April. Artikel 7 wird auch als die Atomwaffe der EU bezeichnet, da er zu Disziplinarmaßnahmen führen kann, einschließlich des Verlusts des Abstimmungsrechts für das Land. Warschau will diesen Artikel loswerden, um wieder in den Mittelpunkt des europäischen Entscheidungsprozesses zu rücken. If Poland is out of this procedure, it means that we are stronger as a member state, that we might have a more influence on how the European integration is going, and we will have more power in also supporting those ideas, projects that we would like to implement at the EU level. Zunächst muss Polen einige interne Probleme mit seinem Präsidenten Andrzej Duda lösen, der ein politischer Anhänger der früheren Regierung ist. Sollte Polen aus dem Verfahren ausscheiden, bleibt Ungarn das einzige Land, das mit dem Verfahren nach Artikel 7 konfrontiert wird. In Tschechien haben Landwirte gegen die Agrarpolitik der EU protestiert. Mit rund 500 Traktoren blockierten Bauern aus den Gebieten Böhmen und Mähren wichtige Straßen in der Hauptstadt Prag.
Doch die Regierung ging auf Distanz. Die Landwirte sehen das anders. Nesouhlasím a bojuju proti Green Dealu, protože Green Deal zabíjí české zemědělství. No, že jsou to pomílení lidi, je to v pořádku, naprosto Evropská unie se vyrovná se vším. Tak jako se vyrovnala s tou energetickou krizí, tak s plynem, tak se vyrovná i s tímhletím. In Deutschland, in Italien und anderswo trauern viele Fans um die Fußballlegende Andreas Brehme. Der Torschütze des entscheidenden Elfmeter im Finale der WM 1990 gegen Argentinien verstarb in München im Alter von 63 Jahren. Thomas Hitzlsperger bezeichnete Andy Brehme als Idol seiner Jugend, dass der Ausnahmespieler sicher auch für viele andere war. Andy Brehme spielte bei Bayern München, Inter Mailand und Real Saragossa.